Servus, ich bin's wieder, die Philomena vom Freiheim-Kanal. So, ich stehe jetzt da am Rand von unserem Grundstück. Ihr schaut gerade Richtung Süden, Richtung Dorf. Und ich möchte euch mal ein bisschen was erzählen, wie wir unser Haus uns vorstellen und wie wir jetzt in die Planung gingen. Also, wir wollen, was ganz wichtig ist, ökologisch und nachhaltig bauen. Mit eigentlich möglichst wenig Impact auf den Boden. Das heißt, nur die notwendigen Erdarbeiten und auch kein Betonfundament. Dass wir der Flächenversiegelung aus dem Weg gingen, wollten wir deswegen, weil wenn es wirklich soweit wäre, dass jemand das Haus abreißen würde, sei es jetzt unser Sohn oder die Kindeskinder, dann war es schön, wenn er dann die Erde, die drunter war, dann gleich wieder verwenden kann, beziehungsweise es hat auch noch einen weiteren Hintergedanken, dass wenn wir in Zukunft vielleicht irgendwann umziehen würden, dann könnten wir theoretisch unser Haus mitnehmen. Das wäre so unsere Vorstellung. Sprich, es wird Richtung Schraubpfahlfundamente gehen. Schraubpfahlfundamente sind eigentlich, so im übertragenen Sinn, große Schrauben, die man ins Erdreich dreht, auf eine gewisse Tiefe. Und die sind dann quasi eigentlich wie einzelne Punktfundamente, bloß nicht wie man standardmäßig betoniert, sondern einfach in die Erde reingeschraubt. Die können wir wieder rausschrauben und dann einfach wieder mitnehmen. Dann für die Bauweise. Es soll ja ökologisch sein, nachhaltig und am besten ein guter CO2-Speicher. Dementsprechend wollen wir ein Holzhaus bauen. Und zwar ein Holzhaus aus Brettsperrholz. Das kann man sich vorstellen, das ist wie ein Sperrholz, nur nicht Furnier verleibt, sondern Bretter in Kreuzlagen verleimt. Da sollen dann quasi die Wände, Decken und auch die Dachplatte und natürlich die Bodenplatte dann auch draus bestehen. Wir müssen bloß noch schauen, wie wir dann die ganzen einzelnen Teile zusammenbringen und dann auch das alles aufs Fundament setzen. Das ist vielleicht nicht so ganz einfach, weil wir gern eine umlaufende Dämmschicht um das ganze Haus hätten. Also das heißt nicht die Dämmung für den Boden im Haus, sondern die Dämmung für den Boden aus dem Haus gern ermöglichen würden. Bei dem Brettschichtholz kann man sagen, also es gibt verschiedene Arten und Weisen. Es gibt die verleimte Möglichkeit und es gibt eine ganz tolle Möglichkeit, die wird verdübelt. Super ökologisch, super nachhaltig, kein Einsatz von Chemie, aber es ist leider sehr teuer. Dementsprechend haben wir jetzt in den sauren Apfel gebissen und sind von dieser tollen Idee weggegangen zum, ich sage es mal in Anführungszeichen, normalen Brettsperrholz, weil das einfach günstiger ist. Es ist eine verleimte Variante, aber wir haben geschaut, dass es mit dem Leim verleimt wird oder zumindest einen Hersteller finden, der mit dem Leim arbeitet, der nicht lösemittelhaltig ist und einfach auch nicht gesundheitsschädigend ist und auch fürs Raumklima im Haus nicht schädigend ist. Ich habe vorher schon die Dämmung angesprochen. Die Dämmung muss natürlich auch ökologisch und nachhaltig sein. Wir haben jetzt angedacht, mal mit Wolle zu dämmen, also Schafwolle. Gibt es ganz tolle Firmen, vor allem in Österreich. Auch wieder super ökologisch, super nachhaltig. Aber zwei große Nachteile. Der eine Nachteil ist, es ist wiederum sehr teuer. Und wir haben jetzt schon einige Leute gehört, die jetzt eher schlechte Erfahrungen mit diesem Werkstoff gemacht haben. Zum einen ist es einfach wegfressen worden von Schädlingen, von Tieren. Ich denke, man kann es jetzt nicht auf jede Wolldämmung übertragen, aber es ist auf jeden Fall Risiko dabei. Also haben wir jetzt gesagt, aufgrund der hohen Kosten und des Faktors, dass es vielleicht nicht für die Ewigkeit da ist und man irgendwann das Ganze erneuern muss, haben wir gesagt, ja, wir schauen uns noch um und waren dann erstmal bei der Standard-Holzfaserdämmung, bis wir dann auf eine Hanffaser gestoßen sind. Das ist eine Hanfdämmung, die aus abgecycelten Hanfsäcken, die für die Kaffee- und Kakaolieferungen nach Deutschland kommen und die dann natürlich nicht mehr gebraucht werden und so dann quasi wieder ein neues Leben kriegen. Das ist eine ganz tolle Sache, was aber sehr schade ist. Also wir müssen jetzt schauen, ob wir bestellen, weil die nicht mehr produziert werden. Die Firma ist aufgekauft worden, dementsprechend ist es unsicher, ob die das weitermachen. Und so schauen wir jetzt, dass wir jetzt so die letzten Chargen für uns ergattern. So, was gibt es noch zu sagen? Bodenaufbau innen.
wir wollen viel Holz und wir hätten gerne einen natürlichen Bodenbelag für Bäder, Küche und Flur, also irgendwas Richtung Vlies. Ganz toll war fugenloser Bodenbelag, aber da müssen wir schauen, was wir finden. Vor allem, was ökologisch und nachhaltig ist. Wir sagen immer wieder, dass wir da auf unsere Grenzen stoßen, weil es einfach nicht das Schema F ist, wie jeder baut, sondern man muss halt einfach alternative Lösungen finden und vielleicht einmal, wir werden es sagen, aber vielleicht einmal was ausprobieren und das Risiko eingehen, dass es vielleicht nicht so ganz hinhaut, weil man es halt noch nie gemacht hat. Aber wir werden es sagen. Unser kleines Häuschen, ich habe es schon mal vorweg gesagt, was wir uns so vorstellen, aber ich wiederhole es jetzt einfach nochmal. Wir wollen drinnen haben eine kleine Flur, ein kleines Gäste-WC, dann eine Mini-Speisekammer. Dann hätten wir gerne oder brauchen wir einen Technikraum. Dann gibt es einen großen Wohnraum mit Küche, Esszimmer und Wohnzimmer. Und dann am liebsten ein Treppenhaus aus dem Wohnraum raus, um den ganzen Raum noch ein bisschen größer wirken zu lassen. Und oben im ersten Stock soll dann ein kleines Büro sein für meinen Mann und mich, weil wir beide im Homeoffice arbeiten oder viel im Homeoffice arbeiten. Dann natürlich ein Kinderzimmer, ein Badezimmer und dann ein Kinder-Elternzimmer. Wir werden auf jeden Fall so planen, dass wir zwei Kinder Platz haben. Momentan haben wir noch eins, aber schauen wir, was die Zukunft bringt. Und wenn es soweit sein sollte, dass wir Nachwuchs noch mehr kriegen, dann ziehen wir aus dem einen Kinder-Elternzimmer aus und ziehen das Dachgeschoss. Da gibt es dann noch einen großen Raum. Das soll dann unser Schlafzimmer werden. Zur Außenhaut vom Haus kann man sagen, wir wollen Holzhaus innen und außen. Also unsere Fassade soll entweder eine Lärchen- oder sogar Fichtenfassade werden. Am liebsten nichts Behandeltes und auch nicht glasiert oder gestrichen. Und beim Dach, ja, müssen wir schauen. Schiefer war ganz toll, das war natürlich nachhaltig. Wir müssen aber echt mal an die Gemeinde herantreten und schauen, was überhaupt erlaubt ist, weil natürlich, wir haben keinen Bebauungsplan, das heißt, wir müssen uns an die Umgebungsbebauung halten und die schaut eher, ja, wie ihr seht, ja, Satteldach, Ziegel drauf und keine Ausnahmen. Also was auch noch vielleicht eine Option wäre für uns, war Blechdach. Und wenn es gar nicht geht, dann halt einfach das Standard-Ziegeldach. Da müssen wir halt dann ja diesen Kompromiss machen. Genau, auf dem Dach soll auf jeden Fall eine Photovoltaikanlage drauf. Und da kommen wir gleich mal ein bisschen zu dem Technischen, was uns Haus angeht. Wir wollen ein KfW 40 Plus Haus bauen, weil erstens viele Sachen von dem KfW 40 Plus von der Förderung, die man dann kriegt, wollen wir eh machen. Also das heißt eine PV-Anlage, eine Luftwärmepumpe mit Wärmerückgewinnung. Das hätten wir eh alles gemacht. Also wir wollen auch ein bisschen autark versuchen zu werden. In welchem Grad wir das aber schaffen, das wird sich dann rausstellen. Also es wird jetzt nicht von heute auf morgen passieren, sondern es wird eher ein Prozess werden. Sollte uns zum Beispiel die Dachfläche von der Photovoltaik her nicht reichen, dann haben wir immer noch unser Nebengebäude, wo wir noch Photovoltaik aufbringen können oder gegebenenfalls dann ein Unterstand für die Autos, wo man dann auch wieder PV draufsetzen kann. Wir haben auch in Planung eine Regenwasserzisterne. Wir wollen auf jeden Fall unsere Wäsche und die Toilettenspülung mit Regenwasser realisieren. Vielleicht sogar mit Regenwasser duschen. Da gibt es also Aufbereitungsfilter, die quasi die Schadstoffe aus dem Regenwasser rausfiltern, damit das unbedenklich ist. Das werden wir uns mehr als Platzhalter mit einsetzen und es dann umsetzen können, wollen oder werden. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall behalten wir das mal im Hinterkopf. Wir werden auch einen Akku verbauen, damit wir auch den Strom speichern können. Und nur wenn wir wirklich viel zu viel Strom haben, dass wir den dann ins Netz einspeisen. Und am liebsten kalkulieren wir es genau so, dass wir den Strom, den wir selber produzieren, auch selber brauchen und nicht einspeisen müssen. So, jetzt habe ich euch ein bisschen was erzählt. Wir gehen jetzt mal in die Planungsphase und werden unsere Vorstellungen mal umsetzen und werden uns dann nochmal bei euch melden und euch unseren Planungsweg ein bisschen schildern. Was wir nur dazu sagen, was die Planung machen wir alles selber. Ich bin zwar keine Architektin, aber habe in der Branche jetzt ein bisschen gearbeitet und habe zumindest in der Architektur als Master studiert. Also ein bisschen vom Fach bin ich. Wie viel ich vom Fach bin, sehen wir dann, wenn das Haus steht und ob es dann steht. Wir wollen euch auf dem Weg mitnehmen und werden uns dann bei euch wieder melden und euch auf den Laufenden halten. So, das war es jetzt dabei von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder reingeschaut habt bei uns im Freiheim-Kanal
Und wir sehen uns dann ganz bald. Servus!